In diesem Video zeige ich dir, wie du dir ein dynamisches Delay erstellen kannst und wie du deine Lead Vocals dadurch im Mix wesentlich interessanter machen kannst. Und wir starten genau jetzt. Ein Delay kannst du dazu einsetzen, um Elementen wie zum Beispiel deinen Vocals zu mehr Räumlichkeit zu verleihen, und tatsächlich wird das heutzutage eher dafür eingesetzt als Hall, wobei der Hall gerade so ein bisschen eine Renaissance erfährt. Also wenn du zum Beispiel ein Stereo-Delay auf deine Lead-Vocals mit sehr kurz eingestellten Zeiten links und rechts einsetzt, dann wirken deine Lead-Vocals dadurch ein bisschen größer und du verleihst ihnen ein bisschen mehr Räumlichkeit, die der Zuhörer zwar wahrnimmt, aber nicht direkt hört. Du kannst ein Delay natürlich auch wesentlich prominenter darstellen, sozusagen als Effekt-Delay, sodass man die Delay-Fahnen richtig hört und deutlich wahrnimmt und dadurch deinen Gesang spannender machen. Dabei können aber auch Probleme entstehen, und welche das sind, zeige ich dir jetzt im Mix. Wir hören gleich mal kurz rein. You live, you breathe, through a glass lit LCD. Your joy is made. They'll keep you closer, they'll follow the walls. Also was du hier hörst, ist ein Delay, das man wirklich sehr, sehr deutlich hört. Und in dem Song, der Song heißt Sugar Pills, da geht's, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, auch so ein bisschen um Drogen. Also so ein spaciges Delay passt da auch ganz gut. Und in den Lücken klingt das auch richtig gut, wenn das so hin und her wabert, links und rechts. Allerdings ist es problematisch, weil es so lang eingestellt ist, die Stimme, wenn sie wieder singt, dann tatsächlich auch verdeckt und der Gesang sozusagen absäuft in diesem Delay. Und deswegen werden wir daraus jetzt ein dynamisches Delay machen, und das machen wir über eine Sidechain-Funktion mit einem Kompressor. Hast du vielleicht schon mal gehört, habe ich glaube ich auch schon mal bei einem Hall gezeigt. Bei einem Delay muss man ein paar andere Sachen beachten. Ich gehe mal jetzt dazu hier in den Mixer rein und wir suchen uns den Übeltäter hier mal raus. Das ist dieses Delay. White Delay, da habe ich ein Preset gewählt, da war ich wieder ganz fleißig, habe ich ein Preset rausgesucht und hören wir gerade noch mal rein kurz. You live, you breathe, through a glass lit LCD. Also extrem lange Delay-Fahne. Und dieses Delay klingt auch gut, wenn es so laut ist und wenn es so viele Wiederholungen hat hier über dieses Feedback. Und das möchte ich auch gar nicht leise haben, aber es ist einfach zu laut, während der Sänger singt. Und deswegen sidechainen wir dieses Delay jetzt, um es sozusagen runterzudrücken, wenn der Sänger singt. Und dazu nehme ich mir hier einen Kompressor, den schalte ich hier dahinter. Ich nehme einfach einen ganz normalen Kompressor von Logic, und das kannst du in jeder Digital Audio Workstation machen. Allerdings ist es bei Logic jetzt hier ein Sonderfall, weil hier habe ich gleich einen Sidechain-Slot. Und kann jetzt den Kompressor über eine andere Quelle steuern, als über die, in deren Kanalzug er drin sitzt, ja. Wenn du in einer anderen DAW arbeitest, wie Pro Tools, Cubase, Studio One, geht es, glaube ich, überall nicht, musst du es ein bisschen anders machen, aber auch da geht eine Sidechaining-Funktion. Ich habe aber jetzt in dem Fall Glück, dass ich mit Logic arbeite, und ich möchte jetzt dieses Delay hier, beziehungsweise diesen Kompressor, Entschuldigung, den möchte ich nicht, dass mein Delay das steuert, sondern dass die Vocals, meine Lead-Vocals, diesen Kompressor steuern. Und ich erkläre dir auch gleich, warum. Ich gehe jetzt also hier rein und dann kann ich hier mir meine Lead-Vocals raussuchen. Vox Main sind die hier. Das bedeutet jetzt, dass der Sänger die Lead-Vocals hier steuert, diesen Kompressor, der nach dem Delay hier im Kanalzug sitzt. Und wenn ich jetzt den Kompressor richtig einstelle, dann bewirke ich damit, dass er das Delay immer leise macht, während der Sänger singt, und dass er das Delay sozusagen freigibt, wenn der Sänger aufhört zu singen. Und genau das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen das Delay in den Lücken laut, und während der Sänger singt, soll es sich wieder verziehen. Ja? Schauen wir, was jetzt zunächst mal passiert, wenn der Kompressor jetzt in der Standardeinstellung ist, ob schon was passiert. Ich schalte mal das Autogen hier ab. You live, you breathe. Through a glass lit LCD. Es passiert im Moment noch nichts, aber du siehst, dass hier unsere Lead Vocals diesen Kompressor steuern. Jetzt muss ich hier mit der Threshold ein bisschen nach unten gehen. Ich mache mal eine größere Ratio auch. Und schauen wir mal, was sich jetzt tut, wenn ich mit der Ratio hier nach unten fahre und das ein bisschen extremer mache. You live, you breathe.
through a glass lit LCD. Your joy is made by you alone. Was du jetzt hören kannst, ist, dass das Delay sozusagen geduckt wird. Das nennt man auch Ducking. Also es ist hier so eine Art Ducking-Effekt, was ich hier mache. Das heißt Duck zu Englisch Deutsch. Und das bedeutet, dass der Hall wird nach unten gedrückt. Quatsch, das Delay wird nach unten gedrückt, wenn der Sänger singt. Was du jetzt aber auch feststellst, ist, dass die ganze Sache schon sehr, sehr auffällig klingt. Also du hörst, dass das Delay extrem schnell runtergedrückt wird und es klingt so insgesamt so ein bisschen komisch. Wir können das nochmal im Mix anhören und nochmal solo. You live, you breathe, through a glass lit LCD. Your joy is made by you alone. Man hört es schon, dass das Delay weg ist, wenn der Sänger singt. Das ist angenehmer, aber es kommt sehr, sehr schnell zurück. Und das liegt an der Attack- und Release-Zeit. Die sind nämlich sehr kurz im Moment. Wenn ich die jetzt wesentlich höher einstelle, dann sollte der Effekt langsamer oder nicht ganz so deutlich, weil sollte man nicht ganz so deutlich hören, wann der Kompressor anfängt zu greifen. Ich kann hier auch mal umschalten. You live, you breathe, through a glass lit LCD. Your joy is made by you alone. They'll keep you closer, they'll follow the always. Schalt nochmal den Kompressor aus. Wir machen es nochmal nur mit Delay. You live, you breathe, through a glass lit LCD. Your joy is made by you alone. They'll keep you closer, they'll follow the always. They're dependent. Siehst du es auch hier sehr deutlich an dem Graphen hier, wie das Delay dann hochkommt und wie es langsam wieder runtergedrückt wird. Und somit klingt die Sache jetzt viel, viel besser und unauffälliger. Das heißt, ich habe schön mein großes, weites Stereo-Delay in den Lücken drin und hab's, aber wenn er singt, wird es runtergedrückt, dass es nicht so auffällig ist. Um es jetzt noch ein bisschen mehr in den Hintergrund zu bekommen, kann ich ja auch noch einen Hall einsetzen. Ich nehme einfach diesen langen Hall hier und das ist bei dem hier ganz geschickt. Da kann ich einfach auf Mix gehen, dass es nicht voll offen ist. Und ich höre jetzt mal im Solo-Modus rein, wie das jetzt klingt, oder schalten wir den Hall direkt zu, wenn er singt. You live, you breathe, through a glass lit LCD. Your joy is made by you alone. They'll keep you closer, they'll follow the wall away. They're dependent to keep, but they won't say. Also jetzt ist es richtig gut eingestellt. Du hast jetzt wahrscheinlich festgestellt, dass nachdem ich den Hall eingesetzt habe, dass da der Effekt auch nochmal wesentlich unauffälliger und insgesamt wesentlich besser wurde. Wenn du dich für den Einsatz von Hall interessierst, weil auch dazu gibt es immer viele Fragen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video hier. Da zeige ich dir 5 Tipps für besseren Hall. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhilft, oder wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wir sehen uns bald schon wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.